Welcome back beim Sprint um unser Leben oder so ähnlich. Komm zu Portal 2, ich richte noch die Maus aus, weiter geht's. Hättest du das nicht vorfolgend machen können? Gib mal deinen rechten Arm an, du drehst das Mikrofon. Wir sind auf der Flucht vor Wheatley oder zu Wheatley, so ungefähr. Sowohl als auch. Wir sehen hier Laser. Ja, warte mal, was rote Ziellaser hat. Sicher, dass du hier stehen bleiben möchtest, du Genie. Ich dachte, die zielen ja auch, die sehen mich gar nicht hier unten. Die sehen dich da und du rennst echt in ihr Zielrohr und bleibst stehen, um hier weiter das Mikro zu richten. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, hier ist gar keine Glasscheibe. Das ist ja, darum können sie ja durchschießen. So, das hier, dieser Beam. Das ist ein Schiebetraktorstrahl. Das war schon richtig. Wir haben keinen weißen Bodenschaden. Ich dachte, ich kann sie direkt wegschießen. Aber die haben über ihn, weißt du. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hochkomme. Das Mikrofon, wie passt das? Steht das schlecht, denke ich, oder? Ich weiß nicht. Ist dir sowas immer erst in der Folge einfällt? Ich denke, hier muss ich bestimmt weiter. Wenn wir mal stealthen, vielleicht sehen wir mich nicht. Erstens ist das Kriechen und zweitens findest du es heraus. Aber das ist nicht spoilern, sie sehen dich. Da schnell durchrennen. Probier mal schnell durchzurennen. Ich muss da nicht schnell durchrennen. Du kannst es ja mal probieren. Also ich bin noch nie schnell durchgerannt. Vielleicht geht's ja wirklich. Ich sehe ja keinen anderen Weg. Vielleicht siehst du ein neues Secret, was ich noch gar nicht kenne. Ich sehe ja keinen anderen Weg. Du könntest ja vielleicht erstmal den Torres beseitigen, damit du langsam durchrennen kannst. Ja, aber da muss ich erstmal einen weißen... Achso, mit dem Strahl. Ich dachte, ich muss jetzt in die Reihen kommen. Ja, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Was möchte ich? Ach ja. Warum sage ich ja? Naja. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Vielleicht hat es in den zwei Minuten schon wieder schön verballert. Ist nicht schlimm. Nee, nee, na. Sicher, dass du da runter wolltest. Oh Mann, das fängt ja schon mal sehr gut an, diese Aufnahmesession. Ja, die 3 Fs, eine Folge voller Fails. Ich hole mir ein bisschen Knabberzeug, das wird, glaube ich, ein längerer Abend. Himmel hilf. Die Turrets sind wieder da, das finde ich nicht in Ordnung. Jetzt weiß ich ja, was da drin ist. Mann. Ich dachte, ich muss auf den Traktorstrahl. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur weitergehen. Eine Möglichkeit ist raus. Ist das da giftiger Boden? Sieht man das? Ja, es ist giftiger Boden. Also müssen wir da nicht gehen. Da gibt es auch nichts, das heißt, wir gehen mal weiter. Wir gehen nicht weiter. Was ich interessant wäre, wenn ich jetzt würde ich automatisch runterfallen oder werde ich hier blockiert, wenn ich laufe? Wie blockiert? Da gibt es ja automatische Stufen. Kann ich automatisch nicht weitergehen oder würde ich hier runterfallen? Es gibt keine unsichtbaren Wände, du fällst runter. Das wäre schlecht. Warum sollten sich denn die Entwickler extra die Mühe machen, dort tödlichen Boden hinzumachen, wenn du dann nicht dort lang sollst? So, gucken wir mal, wo wir hier rein müssen. Ah, da hinten ist eine. Da hinten geht's weiter. Sehr interesting. Wenn du doch bloß eine Materie transportierende Brücke hättest, um dorthin zu gelangen. Oh, I see. Clever. Da kam er gar nicht dazu vorhin, weil er mich einfach in den Tod gesprungen hat. Nein! Ein bisschen zu früh. Aber die Idee war gut. Du bist natürlich dieser tödlichen Wand ausgewichen. Nur ein paar Zentimeter zu früh. Das ist die Wand der Wände. Also ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind 3. Ach ja. Thank God it's Friday. Oder wann auch immer diese Folge hochgeladen wird. Du kannst auch schon direkt hinter ihnen reinspringen, wenn du Zeit sparen möchtest. Ich wollte nicht, dass die mich treffen mit ihren Schüssen. Aber einer ist noch dabei hier. Tatsache. Ist egal, die fliegen in den Crusher rein. Sie können sich nicht bewegen, um aufzuhören. Da war doch nicht der Ausgang. Mach das hier nochmal. Und weiter geht's. Du bist also seinem krassen Intellekt gewachsen. Sollen wir mal speichern? Hm. Gut, wer weiß, ob das das Spiel für mich gemacht hat?
Bestimmt regelmäßig, aber. Hier geht's sehr tief runter. Beobachte, was du siehst. Eine Klingenwand oder eine Stachelwand? Genau. Die ist auf einer fahrbaren Schiene montiert. Das heißt, die wird eventuell nicht ewig stehen bleiben. Schon total begeistert. Ich wette, die wird sich auch noch aufklappen. So, dass wir dann hier langlaufen, schön. Hier, dass sie sich hier hochklappt. So, ich guck mal, ob wir hier irgendwohin was schießen können. Offensichtlich können wir nicht. Ich habe spontan nur eine weiße Wand gesehen, wenn man so will. Sehr gut. Nein, Moment. Moment. Meine Freunde. Mal gucken, wo wir hier hingehen. Naja, wahrscheinlich zu diesem Steg, der auf der anderen Seite der Schlucht war. Dort oben. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plates. Cloud, bitte. Wie kann ich denn das verhindern? Da kam extra eine wunderschöne weiße Wand vor dir rausgefahren. Wo? Vor dir! Direkt vor deinem Auge! Du hast mit dem Mauscursor drauf gezeigt! Moment. Jetzt sag mir das wo, ich sehe das nicht. Aristotle versus Mashy Spike Plates. Da. Stay still, please. Alright, stop moving. Ist das richtig so? Ja. Brauche ich nichts machen? Ja, jetzt solltest du dich bewegen, weil jetzt die Trümmer auf dich zukommen. Aber sie scheint dich nicht töten zu können, dann Glückwunsch. Die weiße Wand habe ich nicht gesehen. Die kam vor deinen Augen raus. Ich habe geguckt, wie ich vor dem Ding ausweichen kann. Ich dachte, wenn das einmal zuschicken, dann nie wieder. Gut, dann passiert nichts. Dann ist das einfach defekt oder so wie so ein Gimmick. Where'd you go? Come back, come back! Gut, ich habe jetzt keine Lust auf deine Scherze. Lass mich einfach zu dir kommen, dich besiegen und dann sind wir alle glücklich. So glücklich machen. Jawohl. Da werden wir doch bestimmt springen müssen. Die ist nicht kaputt gegangen. Lass den du jetzt. Cloud ist safe. Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Ja, ja, wir sind tot. Jetzt gehen wir nicht auf die Nerven. Hello? Hallo. Oh, yes, all right, no, just let him. Blauer springen oder springen? I'll be back. If he's still alive, I'm gonna be back. Don't voll vorbereitet, wie man sieht. Ja, yeah. Das hat geklappt. Das ist noch eine Glasscheibe. Ich dachte, hier ist ein Loch drin. Zugegeben dachte ich auch. Aber nein, es ist einfach nur eine angebrochene Glasscheibe. Hat hier mal ein Portal stehen? Hurra, hurra, hurra. Wir werden alle sterben. Fun Fact, da ist ein super Löcher an der Glasscheibe drin. Oder? Ich sehe nichts. Wie kommt man da an, da hin? Ach so, okay. Gut. Gucken wir uns mal, ob irgendwo müsste ich ja zu den Viechern kommen. Ach, von oben. Okay. Jetzt bin ich hinter der Glasscheibe, oder? Das ist dort in diesem Raum drin, genau. Das ist doch auffällig. Als wenn es mal mit Designer so gewollt ist. Bam, so jetzt bist du in dem Raum. Ja. Was passiert? Platsch. Ah, okay. Was tun? Ich wollte sie damit beschießen, aber. Na dann tu es. Aber das trifft die nicht besonders hart. Das trifft sie härter! Doch, trifft die, sehr schön. Na, ja, du hast ja schon mal die Turrets mit blauem Gel abgeschossen und da ist ja genau das passiert. Nee, das weiß ich noch. Ja. Elementare Spielmechaniken, du brauchst, um hier voranzukommen. Das wäre gut, wenn du das so bist. Muss man das so machen oder hätte ich das auch anders lösen können? Oder ist mir ist keine andere Lösung bekannt. Also es ist so gewollt? Ja, also hab ich auch gemacht. Das klingt gut. Mensch, jetzt stirb du scheiß Turret. Ich muss noch ein bisschen tiefer. So. So. Dazu. Geht's denn da überhaupt weiter? Muss ich da mein Portal schieben? So. Die erste Folge der Aufnahmesession bin ich immer sehr, sehr schlecht. Hab schon mitgekriegt. Also,
dass das Niveau immer danach weiter. Manchmal könnte man denken, wir nehmen nur eine Folge am Stück auf, so schlecht wie ich manche Folgen anstelle. Immer die erste Folge. Du hast auch manchmal erstaunlich gute Momente. Die auf dem Zeugnis ja war stets bemüht. Konnte aber leider überhaupt nichts. Geronimo. Was ist dein Plan? Du hast Portale, Junge. Du hättest unter dich blau schießen können, wärst drüben gewesen. Boah, du machst es halt so. Was jetzt natürlich blöd ist, was dort Gel da ist, aber. Ja, oder mit Steuerungstaste duckst du dich und dann springst du nicht weg. Ich find's mal faszinierend zu sehen, dass du mit dem Daumen auf Steuerung gehen willst. Mensch, jetzt Kinder! Nimm den kleinen Finger! Die kleinen Finger? Natürlich, nee, immer! Du musst ja mit dem Ringfinger auf W gehen, das passt überhaupt nicht. Ne, mit Mittelfinger ist man auf W. Mittelfinger? Ne, den natürlich! Mittelfinger zeige ich dir gleich, wenn du die aufhörst, mich ja voll zu quatschen. Den muss ich dir ja zeigen, wenn's hier nicht läuft. Ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet heute. Das merke ich. Hab ich gedacht, das bringt mich direkt in den Tod. Von dir bin ich doch gekommen, oder? Nein. Sehr schön. Fortschritt ist immer unser Ziel. Von da bist du gekommen. Jetzt bin ich hier nicht gleich langgelaufen. Weil da Haufen Dschungels waren, die dich abgeschossen hätten. Stimmt. Hast du Alzheimer bekommen in den letzten paar Folgen, Tagen, wo wir nicht aufgenommen haben, oder? Ich weiß nicht, ob ich Alzheimer habe, ich vergessen. Touché. Touché. Der Wein, der war einstudiert. Man möchte meinen, der war einstudiert, so gut war der. Shame. Vorteil ist immer wichtig, aber manchmal nicht. Vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, hat der Honecker gesagt. Wie es immer, er war es erst. Er wird erst verbrannt, dann wird er erschossen, dann wird er aufgehängt und dann wird er lebendig begraben. Und dann vier Tempel. Dann wird er lebendig begraben. Das ist kein Turret-Laser, nee, das ist ein Emancipation Grill. Weißes Gel ist immer gut. Kann ich Portale schießen? Das stimmt. Gleich klar. Act. Waiting. Au, doch zu mir. Nee, das ist doof. Keine Ahnung, das ist zeitlich begrenzt, jetzt wird es ohnehin. Also das macht, glaube ich, immer bloß so 8 Bomben. Bestimmt, da müssen wir bestimmt Turrets dann wegschießen. Die was? Und dann bestimmt Turrets damit wegschießen, die dann dort auftauchen werden. Da hinten aber ist extra ein Loch an der Wand. So, jetzt finde mal den Eingang, um da hinzukommen. Weil so hoch springen kannst du nur wieder nicht. Auf dem Rohr langlaufen? Theoretisch kannst du auch auf dem Rohr langlaufen, nur du kommst halt nicht aufs Rohr hoch. Aber drauf langlaufen. Ja, gut, da wäre aber hier auch Ende. Ist in der Spielmechanik auf jeden Fall. Sind wir ja schon mal. Touchen, was hier los? Touch. So, machen wir wieder zurück. Vielleicht habe ich was übersehen. Spoiler, du wirst nicht sehr weit zurückkommen. Ich dachte, ich habe was übersehen. Du bist bereits in dem Raum und hast alles, was du brauchst, um den Raum zu lösen. Wenn das so ist. Also da muss ich hin. Da willst du im Endeffekt über das hier offene Tür. Ich drück nochmal auf den Knopf und guck mal, was passiert. Das Rohr da oben dreht sich und jetzt tut der Bombendispenser die Bomben nicht mehr in der Röhre langführen, sondern lässt den Rohr dort auf den Boden flaschen. Spoiler, Bomben verursachen viel Schaden und ich glaube von 2 oder 3 Treffern, wenn die wirklich auf dich gehen, bist du tot. Deswegen stehe ich ja jetzt hier.
Reichweite. Naja. Das meine ich mit sicher, dass du da stehen willst. Also ich hab's nicht gesagt, ich hab gedacht. Dann machen wir es hier und schießen damit das Ding kaputt. Ah. Hätte ich gewusst, aber ich wollte nur ausprobieren. Ja, ja, natürlich. Nee, das eigentlich, dass das hier ist, weil weißt du, dass hier der Boden einbricht, ja, ja, und ja, 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 ja. Wir wollen ja nach oben, ist ja nicht doof, wenn der Boden unter uns einbricht. Schlimmer als wenn einem der Himmel aufkommt. Geradenausgang. Wissen wir wieder nie, wo oben und unten ist. Das weiß ich sowieso nie, aber. Oben ist meistens da, wo deine Füße nicht sind. So. Wir hier. So. Was möchtest du jetzt uns zeigen? Gelände hinter dieser Kammer. Habe ich hier was vergessen? Kann man hier was machen? Denn? Das ist Kammer 2. Nein, das ist glaube ich das 02. Ne, das war Gamma, zieht sich ja auf die Gene. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist dies der letzte Raum, in dem ein zerstörbarer Bildschirm ist. Ah, das ist gut. Werden wir gleich rausfinden. Nichts ist besser als zerstörbarer Bildschirm. Sicher? Bevor ich hier raufspringe, gucke ich mich erstmal um. Ah, das gefällt mir. Diese Herangehensweise gefällt mir sehr gut. Hast du, als wenn du die öfter anwenden solltest. Wenn wir hier draufstehen und Wind, die lassen bestimmt losfahren lassen. Wir müssen hier rechtzeitig abspringen, bevor wir dort sterben. Das ist bestimmt eine Option. Oder aber wir fangen gleich da hinten an. Wir gibt keine Finish. Dann wäre das ja nicht so sinnvoll. Das auch nicht. Nee, das ist recht nicht. Ja, dann musst du wahrscheinlich bei der Lösung bleiben, die du gerade eben gesagt hast. Probieren wir es. Da drüben siehst du den Bildschirm, den ist dann auch zerstört. Dafür ist dann doch das Ding da. I'll be honest, the death traps have been a bit of a failure so far for both of us. I think you'll agree. And... Und da brichst du ihn jetzt echt mitten im Satz. Geh doch weiter, wird doch nicht abgeworfen. Ja schon, aber... You're getting very close to my lair. Lair. Weird that first time I said that, it sounds a bit, it's a bit ridiculous, really. But I can assure you, it is one, it is a proper layer, deadly layer. And I just wanted to give you the chance to kill yourself now, before you get to the lair. You can just jump into that masher, just there. That's a death trap, or a death option for you. Sounds crazy, I know, but hear me out, hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional, alright? It will be mandatory. No tricks, no surprises, just you dying as a result of me killing you in a very reasonable way. So, but better offer here is just do yourself, you know? It's a lot of effort to walk you all the way to my getting there, but there's a perfectly sensible place option right there. Again, not a death trap, not a death trap. Weißt du, wenn ich bestellt habe, den Müll wegzuholen? Ich komme aus very much appreciated. The masher does work, I should point out as well, we've had a couple of problems in the past. This masher definitely works, and it will kill you. If that's one of your concerns, but I'll jump in. The masher will kill you, straight to the painless. But it won't be painless, obviously. But it will mash you up. Sollte man in summary, walk all the way to the ship, do or give up there, honorably, like a samurai. Save yourself. Wie ein Samurai, it's a win-win for you. Plus, I have put a lot of effort in getting this lair ready for you, so it would certainly teach me a lesson if you simply died painlessly 20 feet from the door. I'd be furious, not the just desserts. No, it's a good lesson, but teach, why not teach me a lesson? Fine, just jump in the old fashion. I tell you, if I was up against impossible odds, this is the way I'd want to go out. Mashed with dignity. That would be the way I'd choose. And here's the best part, there's a conveyor belt that will convey you in convenient comfort right into the masher. You wouldn't have to lift a finger, everything's been taken care of. Also, wir werden jetzt hier mal nicht reinspringen, um zu gucken, was passiert, denn das ist nicht mal offensichtlich. Ich glaube, er sagt wieder sowas wie, haha, ja, es hat funktioniert. I don't want to pressure you, is it the layer, is it the masher? Alright, you know what my opinion is for the masher, I'll leave it. Ich denke nicht, dass es möglich ist, gegen den Laufmann so schnell zu laufen, um hinzukommen. Und das ist so wie so eine Rolltreppe. Dass man da mal schnell genug ist trotzdem. Ja, wohin warst du ja drauf? Ah, ich habe glaube ich die Idee, dass ich das Gelbe hier rauf machen muss und dann da hinten. Ja, ja. Ja. Du könntest mit dieser Idee rechnen. Drücken wir mal hier drauf. Ja, jetzt sind wir mit Reden fertig. Jetzt können wir einfach den Raum zu lösen. Jetzt fallen wir einfach in die Idee. Nein. Ja,
Schön Loch Ness. Was hat denn dieser Knopf das letzte Mal gemacht, wo du ihn gedrückt hast? Bomben geschmissen. Aha, aus einer Röhre wahrscheinlich. Na, Hammer. Jetzt versuche, den Bildschirm zu zerstören. Spoiler, es ist nicht sehr schwer. Okay, I'll take that as a no then. Fine, well, may the best man win. Sphere, may the best sphere win. Swap that in. Much more than that. Aber ich bin relativ zielgenau, ne? Ja, was halt. Ja, natürlich ist die Idee die richtige. Wenn es von da an nicht geht, kann man es im Video schon wohl nach der Tastatur noch machen. Glück und endlich lange nach, das muss auch nicht gepumpt werden, weil es ist schließlich fließt nach oben. Ja. Die Schwerkraft gibt es auch bei vorne. Das ist kein weißes Ding. Dahin? Die Frage ist, wo ich dann hin will. Ob ich da schieß mal woanders hin, das Orange. Viele Optionen scheinst du nicht zu haben, wenn du schnell ankommen möchtest. Was dein Orange angeht. Und wenn ich da bin, kann ich mich immer noch darüber befahren. Fragst du mich das oder sagst du das zu dir selbst? Dass das ungleichmäßig verteilt ist, hat nichts zu sagen. Nein. Das gilt trotzdem als komplett ja. Orange. Das ist nur, weil die Tropfen einfach zufällig das Ganze, dass du jetzt springen musst. Und das hat doch gereicht. Gut. Wunderbar. Jetzt gelandet. Hier. Da ist das weg. Da oben die dramatische. Klingt gerade, wie da Räder auftauchen. Sehr unauffällig platzierter Traktorstahl. Warte. Ein sehr unauffällig platzierter Suizidsprung. Kannst du mal nie machen. Das ist eventuell clever. Wenn ich hier auf das Schwarze kann ich nie landen, oder? Nein, das ist in der Felsen und das Spiel schlagt, du bist gestorben. So, okay. Auch wenn du theoretisch die Stiefel dazu hast, um so einen Sturz zu überleben, ist das Spiel so programmiert, dass du es nicht überlebst. Und damit die kommen, habe ich hier, muss ich hier mal reingucken. Muss ich mit dem Gel noch was machen? Ich glaube, ich muss hier so weit reinrennen, dass ich von da mit so viel Sprung rauskomme, um da reinzulangen. Klingt nach einer Option, die man mal probieren könnte, oder? Warum nicht? Zufall. Als wenn es gewollt ist. Als wenn es gewollt ist. Aber ich werde bestimmt daneben springen und bin tot lang. Na, hier musst du nicht mehr Anlauf nehmen. Schneller als Laufgeschwindigkeit wirst du hier nicht. Wie du bestimmt schon mitbekommst. Gelehrte, das leih mir Kraft. Leih mir Stärke. Es hat reicht. Ich habe glaube ich Zeug, was wo ich ausweichen muss. Das Ding auszuweichen. Bin ich hier reingeflogen? Nein. Du wärst an der Wand angekommen, jetzt nach unten gedrückt und wärst sicher auf diesem Laufband auf diesem Laufsteg gelandet. Das war ein bisschen dramatisch. Drama, Drama, Babe. Das so, das ist jedenfalls sein Layer und wenn du mal nach rechts guckst, nur 90 Grad, nicht 180. Also jetzt 90 nach links. Siehst du, dass die drei Röhren mit weißem, blauen und orangen Gel auch dort reinfließen? Das heißt, im Endboss-Kampf, der uns in wenigen Augenblicken
also mit Antworten in der nächsten Folge erwarten. Ach, wir sind hier schon. Ich wollte gerade sagen. Das ist sein Verständnis. Das klingt schon so wie kurz vorm Endboss, aber. Ja, doch, ja, doch im Bildschirm. Wir sind doch erst in Kapitel 8 oder so. Nein, er hat doch im Bildschirm gesagt, gerade eben, die wir zerbombt haben. Du bist 10 Meter ungefähr noch von meinem Versteck entfernt. Das ist das jetzt. Aber du hast ja gesagt, wir sind aus Kapitel 8. Der Endboss kam aus Kapitel 10. War nicht Kapitel 9 schon? Das ist der Teil, wo er uns umbringt? Möchte ich meinen, dass das schon Kapitel 9 war? Vielleicht hat es auch bloß 9 Kapitel. Alter, ich hab, weißt du, was ich das letzte Mal das gespielt habe? Ich habe nicht geguckt, wie viele Kapitel es sind. Ich wollte sagen, das klingt doch wirklich so hier ein bisschen wie kurz vorm Endkampf. Und jetzt sind wir ja wirklich schon kurz vorm Endkampf. Ja, also das ist der Moment, wo ich dir sage, die Folge ist bestimmt gleich vorbei, weil gleich der Endkampf ist. Also du kannst doch, wenn du möchtest, ein paar Meter weiterlaufen oder wir machen das in der nächsten Folge aus. Dann machen wir jetzt den Schluss. Beim nächsten Mal wird er mich scheitern sehen. Also wie jede Folge, nur diesmal unter Zeit. Das war's? Also ja, Spoiler, es gibt einen Endbosskampf, Entschuldigung. Endbosskampf ist der Redman. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.